Heute habe ich ein super leckeres und schnelles Dessert für euch. Und zwar handelt es sich dabei um eine Art Schichtdessert, welches aus Löffelbiskuits hergestellt wird und mit einer super leckeren Mascarpone-Sahnecreme geschichtet wird. Als Topping gab es bei mir noch Kirschen obendrauf. Also wirklich sehr einfach und schnell hergestellt und zudem noch richtig, richtig lecker. Und hier kommen wir auch schon direkt zu den Zutaten für die leckere Creme. Und zwar benötigen wir dazu Mascarpone-Käse sowie kalte Schlagsahne, Thunderpart, ihr könnt aber auch Sahnesteif nehmen, wenn ihr das nicht da habt. Und wir brauchen zum Süßen noch etwas Puderzucker. Und weil ich noch Johannisbeeren da hatte, habe ich die auch noch gleich mitverwendet. Natürlich könnt ihr auch jede andere beliebige Frucht nehmen, wie zum Beispiel Erdbeeren. Des Weiteren benötigen wir noch Löffelbiskuits, die ersetzen da einfach den Biskuitboden. Und als Topping kommt bei mir noch eine leckere Kirschsoße obendrauf. Die wird noch mit etwas Speisestärke angedickt und zu guter Letzt für die Dekoration ein paar weiße Schokoraspeln. Die Creme ist wirklich super einfach und zwar gebe ich da einfach nur die Mascarpone-Creme zusammen mit dem Puderzucker in eine Schüssel und schlage alles richtig schön cremig auf. Danach kommt direkt schon die flüssige Schlagsahne hinein und zu guter Letzt dann auch das Thunderpart. Und danach schlage ich so lange weiter, bis sich alle Zutaten miteinander verbunden haben und eine schöne, fluffige Creme entstanden ist. Danach habe ich mir hier so eine rechteckige Glasform bzw. Backform mit Frischhaltefolie ausgelegt, damit sich das Dessert später leichter herauslösen lässt. Und an dem Boden gebe ich dann erstmal einen kleinen Teil der Creme, damit die Löffelbiskuits besser haften können. Diese tunke ich nun nacheinander in etwas Milch. Ihr könnt stattdessen auch Kaffee nehmen, was ihr so gerne mögt. Ihr braucht auf jeden Fall eine Flüssigkeit. Und jetzt verfahre ich so ähnlich wie bei einem Tiramisu. Ich tunke jeweils jedes Löffelbiskuit in die Flüssigkeit, gebe darauf die Creme. Auf die Creme kommen dann wiederum ein paar Johannisbeeren. Wichtig ist, dass ihr die letzte Schicht mit der Creme abschließt und dann packe ich alles gut in Frischhaltefolie ein und gebe das Ganze erstmal in den Kühlschrank. Ich hatte hier noch vergessen zu sagen, dass ich mir noch einen Teil der Creme aufgehoben hatte. Damit werde ich zum Schluss noch das komplette Dessert einstreichen. Und hier seht ihr auch die Silikondeckel, die ich super gerne nutze. Die ersetzen einfach Frischhaltefolie und die sind wirklich sehr, sehr praktisch. Alle Infos dazu gibt es unten in der Infobox. Auch diese Creme wandert in den Kühlschrank und die Zwischenzeit nutze ich und bereite die Kirschsoße vor. Hierzu habe ich mir etwas vom Kirschwasser abgeschöpft und das Ganze mit der Speisestärke vermischt. Nun lasse ich die Kirschen komplett aufkochen und gebe dann die Stärkemischung mit hinein. Hier solltet ihr wirklich konsequent rühren, da sich sonst Klümpchen bilden können. Sobald das Ganze angedickt ist, solltet ihr die Kirschsoße unbedingt komplett auskühlen, bevor ihr sie dann weiterverarbeitet. Das Dessert war nun etwa eine Stunde im Kühlschrank und ich packe es dann vorsichtig aus. Am besten legt ihr euch eine Servierplatte darauf und stützt das Ganze einfach drauf und dann könnt ihr die Folie auch vorsichtig abziehen. Nun streiche ich das Ganze noch mit der übrig gebliebenen Creme ein. Also das könnt ihr machen, könnt ihr auch weglassen, wie ihr mögt. Ich fand das Ganze so aber viel hübscher. Als Topping kommt bei mir noch die ausgekühlte Kirschsoße obendrauf und zu guter Letzt noch weiße Kokosraspeln. Stattdessen könntet ihr aber auch jegliche andere Früchte verwenden oder einfach nur Schokosoße. Dekoriert das Ganze einfach so, wie ihr am liebsten mögt. So sollte das Dessert noch unbedingt in den Kühlschrank, am besten auch über Nacht, damit die Löffelbiskuits schön einweichen können. Aber wie ihr mich kennt, könnte ich es natürlich wieder mal nicht abwarten, musste das Ganze direkt vor der Kamera anschneiden und natürlich auch probieren. In dem Fall waren die Löffelbiskuits noch nicht allzu sehr durchgeweicht, also noch etwas härter, aber das macht gar nichts, denn der Geschmack war wirklich super, super lecker. Vor allem mit dieser köstlichen Mascarpone-Creme, den Kirschen obendrauf. Also alles in allem wirklich ein super leckeres Dessert.
das war's dann auch schon mit dem schnellen Rezept. Ich freue mich sehr, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch hinterlasst, wenn es euch gefallen hat. Und dann könnt ihr meinen Kanal auch abonnieren, denn so verpasst ihr auch keins meiner Videos. Ansonsten sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.